Hallo Replay Combat Clan Community, euer Moderator bin ich nicht. Und ihr seht jetzt gleich ein Gameplay vom Ice. Und der hat für euch Battlefield Hardline angezockt, hat es für uns getestet, der hatte uns gefragt und wir haben natürlich Ja gesagt dazu. Und wir müssen uns ein bisschen für die Qualität entschuldigen, es ist ein bisschen spontan entstanden. Aber wir hoffen natürlich, euch gefällt das Ganze. Ihr erklärt das Ganze sehr gut und das Wichtigste versteht man. Von daher viel Spaß bei Ice und seinem Video. Alle weiteren Sachen natürlich in der Videobeschreibung, wie ihr zu Ice kommt und so weiter. Lasst ein Feedback da. Ab geht's. Jo, hallo ich meine Freunde. Willkommen zu Battlefield Hardline. Mal wieder ein Video hier nach. Ich glaube jetzt knapp 2 Jahre raus, aber naja, auf jeden Fall anders. Ich hoffe, man versteht mich noch, weil ich bin gerade gelaufen, dass er immer leider fällt. Jo, so, diesen Hut schon mal gestern war E3. Oder hört mich weg. Gestern war E3 und wurde Battlefield Hardline angekündigt. Und ganz zum Schluss sagte er fast beiläufig, ach ja, und ab jetzt könnt ihr euch für die Beta anmelden. So. Was kam, war natürlich Server komplett überlastet, aber ich habe es dann doch noch irgendwie geschafft, nach was ich gefühlt noch mal Seite laden. Und ja, wir sind hier jetzt. Ja, ich denke, ich weiß, ich dachte, meine FPS-Rate läuft beim Aufnehmen nicht ganz so gut, aber das geht eigentlich. 40, komme ich mit klar. So, soll ich euch was zeigen? Also, was ja am meisten vorher angekündigt worden ist, was am meisten so eine Fanbase hat, waren diese Grappling Lines oder diese Zip Lines. Viele hatten natürlich wissen, dass es overpowered sind, aber ich muss sagen, ich finde das gar nicht so heftig. Also, hier sind die halt. Die Grappling und die Zip Line, die sind halt beide in dem Rucksack hier drin. Das ist jetzt halt der Scharfschütze im Moment leider. Oh, Moment. Hat im Moment leider nur eine Waffe. Beziehungsweise noch so eine komische Shotgun hier und naja, nee, wollen wir nicht haben. Ich weiß gar nicht, sind das Shotguns? Nein, Quatsch, das ist kein Shotgun. Na, ist ja auch egal. Zeiger? Naja, ist ja auch egal. Jo, dann hat man halt hier bis jetzt 2 Granaten. Es gibt im Moment auch leider nur eine Karte. Also ist alles halt, wie gesagt, noch komplett Beta. Das ist mein Police-Schläger, den lässt ich mal drin. Ganz genau, Tech 9. Leider gibt es auch noch keine Sekundärwaffe. Es gibt pro Klasse einfach nur eine Sekundärwaffe. Und ja, zeige ich mal schnell die Klassen. Wie gesagt, das hier der Scharfschütze. Dann den Enforcer. Wenn er jetzt laden würde, da ist er. Also ich spiele gerade Criminal, nicht wundern. Das ist halt der Enforcer, der hat halt die etwas dickeren Waffen hier. Und jetzt sehen wir einfach eine Pumpgun und einen MG36. Dann haben wir noch den Mechanic, wie gewohnt, um eigentlich viel zu viel sagen. Und den Operator. Operator ist halt einfach auch eigentlich wie gewohnt. So. Kann auch hier heilen. Es gibt hier diesmal keine Defibrillator, was ich ganz geil finde. Sondern es gibt so, ich weiß nicht, Morphin-Epinephrin-Sticks, die man einem dann auch irgendwie in das Gesicht reinhaut. Kann man sich dazu auch noch passende Gasmaske kaufen, je nachdem, was man wenn man es braucht. Gasmasken hier zum Beispiel helfen gegen diese Gasgranaten, weil die sind echt böse, die Teile. Die sind richtig böse. Ja, kurz zu den Fahrzeugen. Ne, Moment. Da haben wir sie. Aber der Counter-Attack-Truck, das ist der hier, das ist sozusagen der Panzer, muss ich sagen, der ist doch ziemlich OP, also ich hoffe, den nerven die noch ein bisschen, weil der ist wirklich richtig unfair. Den kriegst du fast nicht down, selbst nicht mit 5 Raketen. So, der Armored SUV, das ist die Klasse da drunter. Mobile Command Center. Kannst eigentlich nicht viel mitmachen, außer natürlich gegendödeln. Ja, Sedan, das ist halt der Wagen. Coupé, das ist ein bisschen schneller, das Ding. Motorrad. Der Attack-Helikopter. Ist auch nicht so OP, muss ich sagen, also der hat zum Beispiel keine Raketen, das ist einfach nur MGs hier dran. Finde ich cool. Und der Transporthelikopter. Ist halt so, wie man den kennt. So, wie gesagt, das sind die Cars jetzt von den Criminals. Die links haben noch ein paar andere. Ach verdammt, was bin ich jetzt? Ah, dammit, ich wollte gar nicht scharf zeigen. Naja, gut, egal. Machen wir so und so. Wir spielen gerade Heist. Und zwar ist da unten Party Pie. Moment. Dann ist ein Geldkoffer. Dann eine Geldkiste ist da. Und da muss man halt das Geld rausklauen. Und hier als Krimis muss ich bekommen. Und die anderen, wie gesagt, die anderen, also die Cops, die müssen halt versuchen, das zu ihrem Geldkontroller zurückzubringen. Und das ist ein Gegner. Also die Kiste wird da. Genau, die Kiste. Oh, da ist der direkt hinter. Da ist halt das Geld rausholen und dann halt zu unserem Laster bringen, sozusagen.
Und ja, man kann aber auch, was ich sehr geil finde, man kann aber auch vom Gegner wieder Geld klauen. Das heißt, wenn der es erstmal eingenommen hat, dann kann man erstmal von dem Gegner schön die Sachen klauen. So, zum Beispiel der hier ist gerade bei dem Money Python zum Gegner. Das ist das Teil hier, wo wir gerade drauf sind. Also da unten, wo dieser Strahl hier ist, da unten. Da müssen halt die Gegner solchen bringen. So, was ich eigentlich zeigen wollte. Das hier sind die Dripping Lines. Ja. Das ist ein Gegner. Pionier. Was ein Arsch. Nee, Spaß, also. Wenn ich mal spawnen würde, würde ich auch die Sipping Lines mal zeigen. Warte mal her hier. Das ist raus. Und da will ich hin. So, pornös. Jetzt kann ich euch richtig zeigen. So, es gibt einmal die Sipping Lines, das sind die hier. Nee, das sind einmal die Kletter-Dinger da. Damit kann man halt auf gewisse Sachen hochklettern. Gucken, ob ich das zeigen kann. Oh, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Das ist ja böse. Ja, mein FPS geht auch gerade ein bisschen zum Keller. Und zwar habt ihr dann als blaue Striche an der Wand, da wo ihr hoch könnt. Zum Beispiel da unten sieht man das jetzt. Da zum Beispiel, da könnte ich einen anbringen. Dann kann ich sogar von hier oben schießen. Mach, 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 mach. Na, da. Nee. Da. Blöp. Ja gut, ein bisschen unrealistisch. Ich denke, das dürfen wir noch ein bisschen. Und jetzt hängt da unten halt so ein Teil, da könnte man jetzt hier runter. Und einmal die Überbrückungslinie sozusagen, die Zipline. Ich muss mal kurz ein Gebäude finden, was unter uns ist ein bisschen. Hier unten müsste eigentlich der... Go, ja, go, go. So, jetzt der Fahrstuhl. Und irgendwo zum Beispiel... Na, da könnte man sich jetzt zum Beispiel rüber zippen. Will ich jetzt aber nicht machen, ist irgendwas... Ist ein bisschen... Kann ich irgendwo hinkommen? Nein, 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 verdammt. Okay, alles klar, so viel dazu. Dann einfach direkt nochmal auf den Gegner hier. Oh, so eine andere Sicht. Weg. Ja, hey, jetzt ist das irgendwie leicht in der Schule gerade. Ja, ich hab keine Die schafft es mich jetzt persönlich hier nicht so auf eure Port. Ja, das, was ich ja gerade so gewissen habe, ist auch eigentlich so das Normale. Mehr als zwei Leute ist da halt echt schwer, weil du brauchst halt für jeden zwei Schuss und halt Kopfschuss ein. Aber ich habe irgendwie hier in dem Spiel ein Problem, Kopfschuss werden. Keine Ahnung, wo es liegt. So, und jetzt endlich mal die Zipline ausprobieren. Folgt mal wieder ins Ziel. Am besten auf den Fach angekehrt, so eine Augen aufgebaut. Ja, wollen wir nicht, wollen unsere eigene. Nee, wenn das jetzt geht, ne, dann weiß ich auch nicht weiter. So, Moment. Lass mal hoch. Ja, ganz ruhig, Patrick, ganz ruhig, ganz ruhig. Na gut, wie gesagt, mal wieder nach langer Zeit Video. Ich überlege, ob ich mal wieder öfters anfange. War eigentlich damals ganz gut. Jetzt mit neuer Stimme kann ja nur besser werden, wa? Oh, naja, so, jetzt aber. Hier ist auch scheiße hier. Ist keine. Ist abgeflacht, hier sehe ich runterfliege. Ja, toll, dann kann ich darüber sippen, aber das ist ja nichts, das bringt mir ja nichts. Da wollen wir uns auch nicht rüber zippen. Na gut, ich kann drauf laufen. Komm, scheiß drauf, zippen wir uns jetzt da hin, da ist ja nichts, aber... So, Zip dann aufgebaut und weg. Und das kriegen die was. So, jetzt hier falsch entziehen, wenn es peinlich wird. Na, ich wollte gerade auch mit jemandem. Auf jeden Fall, die Dinger sind sehr böse, kann man sehr gute Sachen mit anfangen. Oh, 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 oh. Ah, damn it, ey, das war doch klar. Naja, gut. Aber wie gesagt, die Dinger sind echt böse. Kann man gute Sachen machen. Und ja, ich habe so ein kleines Problem irgendwie in dem Spiel hiermit, dass es bei mir immer ziemlich schnell vorbei ist. Also, ich brauche ziemlich lange zum Joinen, so locker ein bis zwei Minuten jedes Mal.
Und ja, aber hier gibt es gerade noch bei dem anderen Mod, bei dem anderen Mod, also heiß. Ne, warte mal, ist das heiß oder Blood Money? Ne, Quatsch, das ist Blood Money und nicht heiß, aber das, was ich erzählt habe, war schon richtig. Heiß, da muss man so ein Package klauen. Ja doch, genau, so ein Package muss man da klauen. Und ja, gleich rein. Ach Quatsch, man kann da rein. Da noch was? Trail. Aber man kann da rein. Das ist auch nicht schlecht. Muss ich mal ausprobieren, ob ich das irgendwie schaffe, dass ich da drin lande. Da ist ein Gegner. Get back! Sniper! Den landen wir jetzt einfach mal. Grapple's ready! Mit dem Grapple da hoch. Vielleicht der Massenschild, der jetzt dran ist. Ich weiß gar nicht, wenn ihr Glück habt, dann kann das sein, dass es jetzt noch, dass man sich jetzt noch für die Beta anmelden kann. Einfach mal auf battlefield.de oder battlefield.com mal nachschauen, was das ist. Dann hab ich jetzt mal im nächsten Game hier. Ansonsten, wenn nicht, schreibt mir eine Mail als Kommentar oder sonst irgendwo, was ihr sehen wollt oder irgendwas aktuell. Ich habe das auseinandergesetzt. Eigentlich verstehe ich mittlerweile alles an dem Spiel und wie gesagt, wenn ich irgendwas Fragen habe, sag ich halt, warum wir jetzt hier runtergefallen. Was willst du tun? Was willst du tun? Dann halt nicht. Ich wollte jetzt einfach mal auf den Deckel hauen. Die Animation, wenn man einen von hinten messert oder eher schlägt, ist eigentlich auch richtig nice gemacht. Ich muss mal schnell eine neue Waffe kaufen hier. Die ist richtig nice gemacht, wirklich. Der nimmt den halt von hinten, haut den Stock von hinten in den Nacken und fesselt ihn dann ganz schnell. Also, er wird halt gefesselt und nicht umgebracht. So, was haben wir noch? Ich wollte mal gucken, ich habe 7000. Es gibt nämlich kein XP hier, sondern es gibt Geld. Du kriegst pro Runde Geld. Ich finde es bis jetzt noch ein bisschen übertrieben. Kann auch sein, dass es nur wegen der Beta ist. Weil mit den 7000 kann ich mir theoretisch schon eine Waffe, eine Klasse komplett durchkaufen. Deswegen denke ich mal, das wird noch ein bisschen genervt. So, was haben wir denn? Revive, First Aid Pack. Naja, komm. Oh. Und, Spiel ist schon vorbei. Wir haben verloren. Polizei hat 5 Millionen. Eingesammelt wir 0. Naja gut, wir haben auch ein bisschen, oder beziehungsweise ich habe auch ein bisschen zu wenig darauf geachtet, Geld zu bekommen, aber ich habe gar nichts gemacht. Oh naja, 7-7, scheiß KD, aber wie gesagt, Aufnahme, ein bisschen quatschen, nee, Spaß, ich bin schlecht im Game. falls euch gefallen hat, gebt mir einen Kommentar, abonniert mich, was weiß ich, schenkt mir einen Keks oder ist mir eigentlich Schnuppe. Jo, ich denke mal, man sieht sich dann nächstes Mal. Wenn da Interesse besteht, werde ich noch weitere Videos machen. Falls ihr irgendwas braucht, Waffenanleitungen, was weiß ich, sagt Bescheid. Ich denke mal, ich werde alles durchlesen, auch wenn ich die nächsten Tage wahrscheinlich wenig Zeit haben werde. Aber ansonsten, man sieht sich. You start to forget the things you should remember. It's been 10 years.